Und damit herzlich willkommen zu This War of Mine. Ich hoffe, ich habe es richtig ausgesprochen. Ich muss mal etwas die Musik leiser machen. Ja, wir starten ein kleines neues Let's Play. Ich gehe auch direkt auf erneut versuchen. Ich habe selber natürlich schon mal gespielt und daher sieht man das Ganze hier auch. Normalerweise startet man, wenn ich mich recht entsinne, mit diesem Team. Und deswegen werden wir auch dieses Team jetzt einfach mal nehmen. This War of Mine ist, wer es nicht kennt, ein Spiel, was in der Kriegszeit spielt. Ja, aber wir sind keine Soldaten, sondern wir sind Opfer. Und hier haben wir unseren ersten Tag. Ein zerbombtes Haus. Und hier sind unsere drei Protagonisten, mit denen wir jetzt anfangen zu spielen. Als der Bürgerkrieg ausbrach, dachten viele Leute, dass er nur ein paar Wochen andauern würde. Es dauerte Jahre, bis das Militär der Regierung endlich die Rebellen in der Hauptstadt eingekesselt hatte und all ihre Versorgungswege abschnitt. Die Zivilbevölkerung, die in der Stadt gefangen ist, leidet unter Hungersnot, Erkrankungen und Bombardierungen. Katja traf sowohl Pavle als auch Bruno noch vor dem Krieg. Sie ist eine Reporterin gewesen. Während Bruno seine eigene Kochshow im Fernsehen hatte, Pavle ist der Star der lokalen Fußballmannschaft gewesen und sie hatte ihn einmal interviewt. Nun treffen sie sich unter vollkommen anderen Umständen auf der Suche nach Lebensmitteln und Unterschlupf. Das sind unsere drei. Und wenn wir hier mal reingucken. Katja. Sie kann gut feilschen und ist eine Kaffeetrinkerin. Ich bin in dieser Stadt aufgewachsen, habe allerdings im Ausland studiert und war später Journalistin. Ich bin jahrelang weg gewesen, als aus dem Wirren ein Krieg entstand. Wurde ich ausgewählt, um darüber zu berichten. Ich hätte mich sowieso freiwillig gemeldet, denn ich wollte unbedingt nach meinen Eltern sehen. Aber es war zu spät. Mein Haus stand in Ruinen und meine Familie war verschwunden. Ich bin seitdem auf der Suche nach ihr. Das ist die Geschichte von Katja. Unser Bruno ist ein guter Kocher und erst Raucher. Vor dem Krieg war ich Restaurantbesitzer. Ich hatte sogar meine eigene TV-Sendung. Kochen mit Bruno. Die kennt ihr sicher. Ich habe wunderschöne Orte besucht und vor der Kamera exquisite Gerichte gekocht. Doch jetzt scheint das alles unwichtig, nicht wahr? Heutzutage kann man schon froh sein, wenn man etwas Dosenfleisch oder einen Sack Reis in die Finger bekommt. Und wer weiß schon, wie lange dieser Krieg noch dauert. Er ist auch leicht krank, unser Bruno. Wir können eigentlich trotzdem mal so ein bisschen hier so arbeiten lassen. Hier haben wir unseren Buffle. Er ist ein schneller Läufer. Bevor diese ganze Schlamassel begonnen hat, lebte ich mit meiner Frau und meinem Sohn in einer besseren Gegend der Stadt. Ich habe sie schon sehr lange nicht mehr gesehen. Hoffentlich geht es ihnen gut. Mir geht es nicht so gut, wie man sehen kann. Wer braucht im Krieg schon Fußballspieler? Niemand interessiert sich für Sport, wenn jeder der letzte Tag sein könnte. Deshalb durchforste ich die Ruinen, wie alle anderen auch. Und ich hoffe auf das Beste. Ja, unsere drei haben auf jeden Fall sehr, sehr viel erlebt schon. Und unser Ziel ist es natürlich zu überleben. Und in erster Linie, wir werden jetzt erstmal hier alles durchgucken. Und haben schon die ersten Sachen. Das nehmen wir auch alles. Sie hat auch Sachen gefunden. Sehr gut. Wir gucken jetzt einfach mal alles durch. Denn wir brauchen unbedingt viele Dinge, viele Sachen. Sehr gut. Lass mal da runter gehen. Er kann da oben weitermachen. Mit der Schaufel wäre es natürlich einfach. Und Katja geht auch runter. So. Sehr schön.
So. Ja, was ist unser Ziel? Unser Ziel ist natürlich zu überleben, ganz klar. Aber wir müssen vielleicht Entscheidungen treffen, die wir eigentlich so, ja, sage ich mal, nicht vertreten wollen oder vielleicht sogar können. Es gibt viele Entscheidungen, die man treffen muss, ob man will oder nicht. Und ja, also wir werden definitiv an unsere Grenzen kommen. Also jetzt nicht an unsere Grenzen jetzt so in dem Sinne, aber natürlich die Charaktere werden an ihre Grenzen natürlich sicherlich kommen. So ein Szenario ist nicht wirklich leicht. Wir hören es ja auch im Hintergrund, wird noch gebombt und immer noch geschossen. Und das ist schon, ja, alles ein bisschen heftig natürlich, dieses Szenario. Wir werden uns dann gleich als erstes mal, wir haben einen Dietrich gefunden, gleich als erstes mal, ja, ranmachen. Das noch aufmachen. Und versuchen, na, das werden wir jetzt wahrscheinlich nicht mehr schaffen in der Nacht. Vor der Nacht. Also ein wichtiger Aspekt ist natürlich das Nahrungssuchen und das Baumaterial suchen und so weiter. Das findet bei Nacht statt, denn da ist es am sichersten. Durch die Dunkelheit natürlich. Haben jetzt die ersten Wege mal. Jetzt gehen wir mal mit unserem Bruno hier runter. Und schauen mal, was wir bauen können. Also wir können schon mal ein bisschen was bauen. Wir brauchen derzeit jetzt keinen Ofen. Das ist jetzt ein Heizgerät, damit wir die Temperatur oben halten können. Also wir haben, glaube ich, 22 Grad. Das ist momentan mal noch okay. Wir bräuchten, ich muss aber überlegen, ob wir erstmal, wir stellen erst einmal eine Werkbank her. Dann können wir uns nämlich eine Waffe bauen, wenn wir die Materialien haben. Und vor allem auch eine Schaufel bauen. Mach du das ruhig mal auf. In der Hoffnung, dass hier noch was drin ist. Ja, Medikamente. Das ist gut. Dann haben wir schon mal die ersten Medikamente. So. Wir gucken mal, was wir als nächstes bauen können. Wir können eine Schaufel bauen. Das machen wir doch. Und nein. Mach ruhig hier weiter. Mit Katja können wir vielleicht schon mal ein erstes Bett bauen. Die Betten werde ich hier unten hinstellen. Ich hoffe, die passen alle hier rein. Das ist vielleicht, ja, etwas besser. Und dann geht die Nacht gleich los. So, als grobe Übersicht. Wir haben Medikamente, wir haben zweimal rohes Essen, wir haben 12-mal Kräuter. Baumaterialien sind dann hier. Das hier ist Zucker, das hier ist sauberes Wasser, elektrische Teile und Bücher. Die können wir auch zum Befeuern nehmen des Heizofens und der Kochstelle natürlich. Unsere Katja, die geht jetzt hin und baut dieses Bettchen da unten. Er ist da oben gleich mit der Schaufel fertig. Ah, nein. Ich verklick mich immer. Wir können schade. Ich hätte es gerne noch eine Brechstange gemacht. Für die erste Nacht vielleicht. Dann machen wir mal einen Dietrich. Ich hoffe, das reicht von der Zeit noch. So. So, Bruno. Dann geh du mal noch da runter. Wir haben ja jetzt eine Schaufel. Oh, die Katja hat das Bett jetzt fertig gemacht, das erste. Er kann mit der Schaufel da drin rumwerkeln. Ich guck mal, ob wir noch ein Bett bauen können. Nein. Gut, dann lassen wir dies. Also die Betten werden wir hier unten hinbauen. Ich hoffe, dass... Nein, nicht machen, um Gottes Willen. So, also soweit können wir jetzt hier an sich nichts mehr machen. Wir könnten da hochgehen, aber wir haben jetzt alles. Also wir beenden den Tag, wir haben ja die Uhr schon gerade gehört und jetzt beginnt die Nacht. Unsere Aufgabe ist es natürlich jetzt, einen zum Plündern abzustellen. Das wird unser Pavle machen. Und die beiden, ja, die können von mir aus erst einmal schlafen. Vor allem, okay, er kann schlafen und lassen wir sie schon wache stehen. Ich würde sagen, ja. Nun ist natürlich die große Frage, wo gehen wir hin? Gehen wir in das Doppelhaus? Dort herrscht Gefahr.
Das baufällige, ein baufälliges besetztes Haus. Obdachlose hatten sich schon lange vor dem Krieg dort niedergelassen. Sie mussten schon immer mit dem Mangel an Nahrung kämpfen. Ich frage mich, ob sie die jüngste Nahrungsmittelknappheit überlebt haben. Wir können dennoch erwarten, interessante Sachen in dem Versteck zu finden. Große Menge Material, eine Menge Waffen, eine Menge Teile. Wäre natürlich interessant. Diese Nachbarschaft ist kürzlich zerbombt worden. Viele Häuser brennen noch. Die Leute mussten alles stehen lassen, um ihr Leben zu retten. Und um ihr Leben retten, Entschuldigung. Wir könnten hier also gute Sachen finden, ohne auf jemanden zu treffen. Ich würde jetzt aber trotzdem, glaube ich, gerne erst einmal hier reingehen. Mit dem guten Bavle. So weit haben wir das gut vorbereitet. Wir nehmen einen Dietrich mal mit und eine Schaufel mit. Und gehen jetzt mal dahin. In der Hoffnung, dass das gut geht. Hier ist das verlassene Haus, das angeblich verlassene Haus. Und wir gehen überprüfen. Wir haben die ersten paar Sachen. Wir haben auch nicht unbegrenzt Zeit, ja, muss ich auch dazu sagen vielleicht. Wir haben bis zum Morgengrauen sozusagen nur Zeit. Ist alles sauber anscheinend. Wir gehen erstmal hoch. Also wir haben nur bis zur, ja, zum Morgen Zeit. Denn am Tag ist der Krieg natürlich wieder zum größten Teil voll im Gange. Ich nehme jetzt einfach mal ein bisschen was mit. Wir gucken einmal komplett durch auf jeden Fall. Hier kommen wir nicht rein. Dafür bräuchten wir eine Eisensäge. Hier könnten wir uns verstecken jetzt. Zucker können wir eigentlich eh da lassen. Wir haben Holz. Aussortieren können wir ja gleich dann immer noch. Es scheint aber wirklich niemand mehr zu sein. Wir gehen mal runter. Und gucken mal hier weiter. Gut, dann das Wasser lasse ich mal hier. Wir machen dann unsere Maschine sozusagen. Also wir haben auch nicht viele Platz jetzt. Das ist halt auch das Problem mit diesem Charakter. Und hier ist auf jeden Fall sehr, sehr viel Zeug, wo wir auf jeden Fall noch nutzen könnten. Wir können aber auch wieder hierher kommen. Also das ist auch nicht das Problem. Wir machen uns jetzt mal ja unsere Gedanken sozusagen und überprüfen jetzt mal schon alles. Ich denke mal, da hinten könnte vielleicht noch jemand sein, weil hier so ein Feuer ist. Wir gucken mal durch. Ja. Da sitzt noch jemand. Sie lässt sich nicht öffnen. Geh mal hoch. Ist natürlich auch die Frage, ist diese Person aggressiv oder lässt sie uns tun? Im Brief steht: Liebste Mascha, ich habe bei den Obdachlosen Unterschlupf gefunden. Ich bin kein Lehrer oder Künstler mehr. Ich bin jetzt einer von ihnen. Es gibt nicht viel zu essen. Einige meiner Freunde haben uns deswegen bereits verlassen. Aber mach dir keine Sch Sorgen. Sobald ich mit meinem Gemälde fertig bin, werde ich mir eine geeignete Zuflucht suchen. Oh. So. Nun ist die Herrschaft. Die Dame ist, glaube ich, eine Dame. Ich weiß es nicht. Hat natürlich überhaupt keine Lebensmittel hier. Da muss man auch mal. Haben wir auch nur. Das Bild ist wahrscheinlich vor kurzem gemalt worden. Reich aussehende Leute sitzen gemeinsam inmitten eines übersäten, zerstörten Gebäudes. Irgendeine Metapher, nehme ich an. Guten Abend, mein Sir. Ich bin sehr hungrig. Können Sie mir helfen? Wir haben leider nichts dabei.
Das könnte ich tun. Und das würde ich sogar tun. Wir gehen mal noch kurz nach hinten. Es kann auch sein, dass hier vielleicht was versteckt ist. Herzlos bin ich nicht, aber ich habe nichts zu essen dabei. Okay, hier ist jetzt nichts. Vielleicht kommen wir einfach heute Nacht dann nochmal, also in der nächsten Nacht dann nochmal und bringen ihm einfach was zu essen. Das ist doch, denke ich mal, eine Idee. Wenn wir genug haben, das ist die andere Sache. Also da muss ich halt auch noch gucken, mein lieber Kollege. Ich mach das mal auf hier. Und dann gucken wir mal hier noch rein. Tabak für Bruno. Da lassen wir jetzt auf jeden Fall noch was da. Wir nehmen das mal noch mit. Das ist hochwertiger Drehtabak. Auch so ein bisschen an Bruno denken. Ja, ich würde sagen, das war's es erst einmal. Wir rennen zum Ausgang. Ich werde sie nicht, das habe ich jetzt nicht mehr lesen können. Mist. Das konnte ich nicht mehr lesen. So, das war die erste Nacht. Und somit beginnt für uns dann auch Tag 2. Pavle ist wieder zurück. Und erschöpft von der Nacht. Die Nacht war ruhig. Pavle war auf der Suche nach Vorräten und hat einige interessante Dinge mitgebracht. Das definitiv. Und Pavle geht am besten sich nicht hinlegen, sondern Pavle geht jetzt mal als erstes darunter und darf sich selber ein Bett zimmern. Und unsere liebe Katja, die ist auch hungrig und müde natürlich, die kann sich. Ah, okay. Das reicht jetzt dafür nicht mehr. Dann gehen wir mal kurz dahin. Können wir nur einen Dietrich herstellen? Komm, dann stellen wir mal noch einen Dietrich her. Wir haben zweimal Essen. Ja, wir können den Tag auch überspringen, indem wir einfach wieder Tag beenden. Dann praktisch klicken und. Nein, wir gehen erstmal da unten aufmachen. Und dann da durchgehen praktisch. Unser Bruno ist leicht krank, er erholt sich und hat Hunger. Gucken, was die Katja hier drin findet jetzt. Und er hat sein Bett gemacht, leg dich hin. Sehr schön. Erneut ein paar Sachen. So. Aber auch damit können wir natürlich noch nicht viel anfangen, muss man auch sagen. Ist halt so. Können wir diesen Schutthaufen noch wegmachen? Ja. Wir haben neue Infos. Tag 1. Wir müssen zusammenhalten und einander helfen. Ansonsten kann es sein, dass wir dasselbe Schicksal erleiden werden wie der Mann im besetzten Haus. Das ist wichtig. Pavle. Armer Kerl. Wenn ich etwas Essen übrig hätte, dann würde ich teilen. Ich muss aber an die anderen denken. Ja, das stimmt schon. Aber ich bin ja wirklich am Überlegen zu sagen, komm, wir gehen heute Nacht jetzt nochmal darüber. Einerseits würde ich das sogar wirklich tun. Andererseits muss ich sagen, wir haben nur zweimal Lebensmittel. Das ist natürlich nicht viel. Ja, muss man einfach mal von dieser Seite das Ganze sehen. Und die Frage ist halt, können wir dieses schon investieren, um jemand anders dazu helfen? Ich weiß es nicht, wenn ich ehrlich bin. Ich weiß es nicht. Wir beenden den Tag. Natürlich wieder Pavle, der auf Plünder zugeht. Diesmal darf sie im Bett schlafen und er muss Wache stehen. Und wir haben ein neues Gebiet dazu bekommen, eine Autowerkstatt und eine Kirche. Wir gehen aber nun erst einmal in dieses Gebäude, denn das verspricht einiges. Wir nehmen. Wir nehmen einfach beides nochmal mit.
und hoffen, dass dies auch ein erfolgreicher Raubzug wird, sozusagen. Aber das Ganze erst in der nächsten Folge von This War of Mine. Und ja, wenn es euch gefallen hat, dann freue ich mich jetzt schon, wenn ihr bei der nächsten Folge wieder dabei seid. Bis zum nächsten Mal, euer Nightghost.